Der Weihnachtsmann läuft gerade ganz munter mit vollem Sack auf seiner Schulter frisch fröhlich hier durch unsere Stadt, dass jeder sein Geschenklein hat. Doch Luzifer, der böse Recke, lauert hinter einer Ecke und wartet, das ist allerhand, mit einem Schläger in der Hand auf unseren braven Weihnachtsmann, damit er ihn berauben kann. So steht er da mit breiten Beinen, gleich wird der Santa Claus erscheinen. Er spannt den Arm, er hebt die Hand, er sieht den Schatten an der Wand. Es schwirrt die Luft, es saust die Keule und schlägt dem Santa eine Beule. Und so löscht er dem lieben Klaus sein Bewusstseinslichtlein aus. Oh shit. Die Kraft des Bösen hat gesiegt, denkt Klaus, als er im Graben liegt. In dieser hektisch wilden Zeit läuft nichts mehr mit Bescheidenheit. So wählt er dann mit großem Kummer die himmelsweite Notrufnummer. Hi there, big boy. Sogleich, als wie aus heiterem Himmel, steigt Gabriel mit viel Gebimmel aus einer Wolke auf die Erde, auf dass es hier mal besser werde. Klaus, sagt der Engel, mit viel Bedacht habe ich dir was mitgebracht. Auch für heilige Himmelsboten ist heutzutage Vorsicht geboten. Um sich vor Bösem zu bewahren, braucht's mehr als Mützen auf den Haaren. Denn nicht nur Gutes kommt von oben. Ich kann den Protoss wirklich loben. Sag ich auch ganz ungeniert, mit Protos wäre das nie passiert. We wish you a Merry Christmas.